Ach, so ein süßes Hundi. Feini. Feini, wie oft hörst du diesen Spruch? Ich habe schon vorher gewusst, dass ich mir, man hat mir gesagt, ich habe mir einen Dosenöffner gekauft. Habe ich erst nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, was die meinen. Ich war nämlich gestern mal mit der Kleine auf der Straße und ja, es ist schon ein Traum, wie die Frauen reagieren. Hm? Aber du hast es dir nicht deshalb gekauft. Ich habe mir den Hund nur deswegen gekauft, um Frauen zu imponieren und Mädchen aufzureißen. Na logisch. Oliver Kuritke, was machen Sie denn hier am Set? Ja, das müsste eigentlich Sigi fragen, aber ich kann euch das auch beantworten. Ich spiele den Polizisten irgendwie und der ist halt schon seit 6 Jahren an diesen Jungs dran und kann die irgendwie nicht dingfest machen, weil die halt dann eher Delikte machen, für die es sich nicht lohnt, jemanden ins Gefängnis zu stecken, wie ein Fahrrad zu klauen oder sich mal ein bisschen Gras zu kaufen. Okay, warum waren Sie am Film nicht beteiligt? Habe ich Sie übersehen? Nee, das kann ich Ihnen genau sagen, weil Sido gesagt hat, er will keine Gesichter haben, was ich sehr gut verstehe, weil das dann die Leute ablenkt. Wenn entweder du machst es halt so, dass du halt bekannte Leute nimmst und auch mehrere, oder du machst es halt einfach so, dass du sagst, ich nehme kein Face, kein Name-Dropping und dann konzentrieren sich alle auf uns und auf den Film. Und ich glaube, der Film ist so gut gelungen, dass der das auch gar nicht gebraucht hätte, da irgendwelche prominenten Gesichter mit reinzunehmen. Und hier, die Teilnahme am Videodreh ist ein Freundschaftsdienst. Das ist ein Freundschaftsdienst. Ich habe gehört, ich krieg die Maske irgendwie. Die Originalmaske. Die liegt doch beim Spectre, im Safe. Im Tresor. Nee, das mache ich gerne. Leute, die ich gerne mag, die kann man auch ruhig mal supporten irgendwie. Sehr gut. Vielen Dank.